Hallo und herzlich willkommen zurück zum Euro. Ach, scheiße. Zum Landwirtschaft. Ich sitze im LKW und bin der Euro-Truck. Zum Landwirtschaftssimulator 2013 im Multiplayer mit Beavis und Butthead. Er hat von vornherein reingesagt. Cornhulio. Ja. Ich brauche Klopapier für mein Arschloch. Ich habe keinen Plan, wo wir hin müssen. Ach, lass einfach mal vorfahren. Na. Wo ist er denn? So. Ja, ich habe jetzt hier LKW gesehen. Wir hatten es auch gerade übrigens von Euro Truck Simulator und ja, erstmal voll die falsche Ansage gemacht. Aber na gut, kann man sich ändern, ist halt so. So. Ups. Ansonsten, was gibt's Neues? Ja, wir fahren jetzt erstmal fast 1000 Tonnen Kartoffeln weg. Also 180 Tonnen haben wir jetzt schon geladen, 183 Tonnen. Gibt ein Tausi. Und wir müssen zur Raiffeisen. Und du stehst im Weg. Gib halt mal Gas mit dem Ding, Alter. Was ist denn da los? Hm. War ja klar, dass ich wieder an der Brücke hängen bleib. Ja, wenn du nicht reinfährst, Marco, was ist denn los? Sicherheitsabstand. Zwei Barken. Zwei Wegbarken. Bist du dir sicher, dass du dir sicher bist, dass du richtig fährst? Ja. Yep. Hm. Keine Ahnung. Ey! Das war so klar. Das war so klar, aber haha. Junge! So. Haha. Haha. Ha. So, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Ja, wie gesagt, wir waren ja in bei den in Tamaris in der Türkei. Nee, in Marmaris in der Türkei gewesen. Und ja, wie gesagt, was ich noch erzählen wollte, wir waren da auf wie so ein Bazar gewesen und da muss man echt aufpassen. Da war, ey David, das wäre was gewesen für dich. Uhrenhändler. Einer neben dem anderen. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie viel. So, wo ist denn der? Ich hab auch gerade ein bisschen Bammel. Ah, da unten fährt er. Da unten. Hä, wo fährt denn der hin? Hä? Wieso fährst du da hinten rum? Weil ich hier unten nicht hochkomme. Da muss ich erstmal außen rumfahren. Hm. Ja, wie gesagt, da waren extrem viele Uhren. Hatten die Händler da gehabt und da gab es solche Geschichten wie Breitling, Rolex. Ja, alle keine. 25 Euro, wa? Nee, also ich habe auch nicht nach dem Preis gefragt, weil es war witzlos. In meinen Augen. Also der Uhrenwert, wenn es echt, also wenn es keine gefälschten gewesen wären, der Uhrenwert lag bestimmt so bei mehreren Millionen in dem einen Geschäft. So viele Uhren wieder waren. Und ich bin dann dort trotzdem mal reingegangen und habe mal geschaut. Einfach nur so Interesse halber. Und. Ey, Alter. Zum. Ey. Ohne Mist. Ach, ne. Ja. Und das erste, was mich der Verkäufer gefragt hat, ist, wie viel Uhren ich brauche. Ob ich 10 oder 20 Uhren brauche oder mehr. Da habe ich gesagt, ach, eigentlich brauche ich doch keine. Und bin wieder gegangen. Ja. Ich muss jetzt mal blöd fragen, wie viel Geld habt denn ihr? Ich habe 153.000. David, ja. Mit den 9 Millionen lagst du ein bisschen falsch, ne? Ja, ich weiß. Das ist gerade mal 1 Million. Wisst ihr wie? Ja, ja, ich weiß. So, na egal. Auf jeden Fall, ja, das wäre auf jeden Fall was für dich gewesen, David.
die ganzen... Ich hab mir eine Breitding gekauft. Eine Breitding? Na? Hättest dann einen Breiten geschoben? Hättest schon übelst einen Breiten geschoben, hat dann harten. Hättest schon harten geschoben, wa? Ich hab die Laterne noch gesehen, gell? Ich leg mir eine Flex in den Kofferraum, das sag ich dir. Es kann so nicht mehr weitergehen. Oh, jetzt wär ich bei einem Holzhaufen gefahren. Na, gegönnt hätte ich's dir. Oh, nee. Ja, und dann muss man halt extrem aufpassen, weil man läuft dann da durch, ein Geschäft neben dem anderen. Überall sitzen die Händler draußen quasi und quatschen einen. Naja, voll quatschen sie einen jetzt auch nicht so wirklich. Die sagen halt, du sollst mal reinkommen und so, sollst mal gucken. Das ist dumm gelaufen. Du bist dumm gelaufen. Ah, na, hängen wir fest? Ja, volle Kanne. Da war eine Latte locker. Hat die sich in deinem Motorraum gespießt? Ja. Ja, und dann fängt halt einer an, dich voll zu quatschen, stellt dir irgendwelche sinnlosen Fragen und dann der andere... Boah, Alter. Das Ding ist ja bombenfest. Reicht dir. Und in der anderen Zeit... Fahr mal gegen David, Marco. Ja, gleich. Ach. Ja, und in der anderen Zeit, während der eine dich voll labert, klaut der andere dir so ungefähr dein Portemonnaie. Scheiße. Was denn jetzt? Bist du auch weg oder was? Na komm. Ich muss da hier durchkommen. Wieso bist du jetzt frei? Ich hab mich zurückgesetzt. Ach so. Ich hänge an der gleichen Stelle. Nee, doch nicht. Bin nochmal losgekommen, ja. Und da muss man halt echt ein bisschen aufpassen, aber ansonsten war alles ganz chillig gewesen. Sag mal, chillig? Ja, und dann am letzten Tag sind wir ja wieder nach Antalya und da ging ja dann unser Rückflug. Und ja, da war das erste, was ich gemacht habe, natürlich erstmal meinen Rechner an, da habe ich mich, auf den habe ich mich so sehr gefreut, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber am allermeisten habe ich mich... Also glaubt mir, wenn ihr es sehen würdet, ihr würdet es nicht glauben. Geh mal zum Fluss. Marco. Ich kuschel gerade mit meinem... Marco. Ach, wisst ihr was? Wenn es euch nicht interessiert, setz doch, ich bin ja schon unterwegs. Na los. Ich kuschel gerade mit meinem Anhänger. Ja. Und sonst so, ja. Ist das volle Hütte da oben gegen das Tor gefahren? Ach, Marco. Schnell weg. Oh, fein. Süß, gell? Ja. Hast du perfekt zur Seite geschoben, Marco? Wen? Mein LKW. Ja, logisch, denkst du. So, ja. Muss ich erstmal hier meine zwei Zarten zurücksetzen. So, okay. Bist du wieder losgeflitzt? Wer? Du. Ich sitze wieder im LKW. Ach so. Ja. Aber alles in allem war echt eine super tolle Sache gewesen. War sehr schön gewesen. Und ja. Essen war auch super, ey, war der absolute Hammer gewesen. Egal, was man sich auf dem Teller hat, ey, es hat alles Bombe geschmeckt. Wisst du jetzt, wie man dorthin kommt? Nee, warte mal. Waiting, please. So. Ja, und ansonsten, keine Ahnung, wir wollen mal schauen. Wir würden am liebsten gleich wieder in Urlaub fahren, aber das geht natürlich nicht, weil wir müssen ja arbeiten und es kostet ja auch alles. Ja, ein gewisses Entgelt. Heidengeld. Was hast du? Ein Heidengeld. Naja, ein Heidengeld jetzt nicht, aber
es kostet halt was und es ist halt doch irgendwo in meinen Augen ist es schon ein Luxus, den man sich gönnt. Also ich würde das nie als selbstverständlich sehen, so einfach in Urlaub fahren zu können und so eine Reise zu machen. Hm. Meines Erachtens. Aber es gibt halt auch leider welche, für die ist das halt auch nichts Besonderes mehr. Ja, logisch. Das ist dann der Nachteil vom Geld, wenn man viel hat. So gewisse Sachen verlieren ihre Wertigkeit und ihre Besonderheit. Ja. Nicht wahr? Hm. So, und ansonsten, keine Ahnung. Warst denn du eigentlich schon in, überall im Urlaub, Marco? Griechenland, Ostsee, Tschechien. Tschechien? Ja, ey, das ist ein cooles Land, echt. Ja, also Prag ist absoluter Hammer. War ich auch schon in Tschechien. War nicht schlecht. Also Prag ist der absolute Hammer, definitiv. Ist genauso wie Polen, Warschau. Also wer einmal in Warschau war... Wo warst du denn da in der Tschechei? Gott, wie hieß das denn jetzt? Irgendwann mit P.O. halt gewesen. Bratislava. Na, ganz hinten oder was? Nö, war da so... vielleicht so 40 Kilometer in Tschechien drin. Oh. Also nach Prag haben wir knapp 2 Stunden gebraucht. Ja. Ja, das ist ja natürlich nicht schlecht. Und Griechenland, wo warst du da gewesen? Rhodos. Rhodos. Esse ich immer den Rhodos-Teller, den esse ich immer beim Griecher. Warst du da der Koloss von Rhodos? Nee, aber beim... ich esse immer, beim Griechen esse ich immer den Rhodos-Teller. Oh, Tino, ey. Das schiebt doch noch. Es ist halt doch unglaublich, wie langsam du fährst. Und wir haben ja, echt dieselben Fahrzeuge. Schön. Ah. Aber mein LKW ist schwerer als die 61 Tonnen, die ich geladen habe. Ja. Mach mal ein bisschen die Hebeltechnik. Die Wippe? Nee, an abhängen. Geht gar nicht, wa? Warte. Nein. Geht schon. Warte. Ach man, dieses scheiß fucking Geländer regt mich auf. Kann ja nicht mal jemand so eine scheiß Kettensäge motten. Jetzt habe ich aber langsam die Faxen, Digga. Entschuldigung für diese Flüche jetzt. Nehme ich alles zurück. Aber mich kotzt's an! Ah, oh, jetzt will ich gerade reinfahren. Ja. Wo seid ihr eigentlich schon wieder? Ja. Wir sind gerade unten raus aus unserem Bauernhof. Oh, jetzt komme ich nicht runter. Ich weiß nicht, wie lange wir damit verbringen. Flip ja aus. Aber oh, meine Stirn tut weh. Das kann doch nicht wahr sein. Ah. Oh. Jetzt, Gott sei Dank. Oh, ne. Kommst du? Ja. So, da hat schon wieder der Timer geklingelt. Aber da hängen wir jetzt einfach mal ein paar Minuten dran. Weil, das war ja schon wieder scheiße hier. Ja, das war... große Büschekacke. Ja, ja, ja. Da. Also unglaublich schwärmt. Ach, David. Das ist nicht wahr jetzt, oder? Wo bist denn du? Fahr nur weiter. Alter,
Das ist doch nicht wahr. Ich kann heute nicht fahren, gell? Sag mal, bist du noch so dämlich? Mann, ey, regst du mich auf. Ich sag's dir. So, fahr nicht aufs Geländer. Zu spät. Andere Richtung lenken und rückwärts fahren. Geht gar nichts mehr. Mann. Ah, ich krieg ja echt gleich einen Steifen. Geht's jetzt? Danke. Bitte. So, wo müssen wir hin? Warte, hier vorne, wo du... Nee. Folge mir unauffällig. Ich hab unauffällig gesagt. Achso, Entschuldigung. Sorry. Aber ein Windschatten bringt auch nicht viel, hä? Nee. Alter. Alter. Ich raste. Ich geh feste. Ey, wieso machst du das nur? Ey, wieso machst du das nur? Boah, das kann nicht sein, ey. Ja, komm, fahr es mal weg. Nee, das bringt nichts, ich bin zu tief im Wasser. Fahr weg. Ich geh weg, ey. Ey! Es ist ein... Ach, fuck, Schild! Nee. Hat er nicht gemacht. Hat wer nicht gemacht. Der Marco. Dem Moment, wo du einen Hänger zurückgesetzt hast, ist er... Ja? Wollte er dir hinten reinfahren. Ich wollte ihn rausschieben. Naja. In dem Moment war aber der Hänger weg. Hast du aufs Wasser gefahren, oder? Ja, aber ist durchgekommen. Naja. Nicht so wie du. Ich versuch's jetzt nochmal. Ja, mach nochmal einen neuen Versuch. Vielleicht schaffst du ja diesmal bis runter. Ich fahr jetzt langsam. So, und wir sind ja auch gleich da und der Part war ja zu Ende gewesen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Abonniert uns, schreibt uns einen Kommentar, hatte ich ja schon gesagt. Oder einen Daumen halt. Und ja, wir würden uns auf jeden Fall riesig freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.